Ja, guten Tag. Ich glaube, wenn was die letzten Tage deutlich geworden ist, dann das, dass die Bundesregierung und die Landesregierungen der sogenannten Autoländer richtig verstrickt sind in den Dieselsumpf der Automobilkonzerne. Sie sind de facto Bestandteil des Kartells, das im hohen Maße die Käufer und Käuferinnen von Autos betrogen hat. Sie haben Millionen Menschen gesundheitlich gefährdet durch das, dass die von den Autokonzernen selbst zugesagten Abgaswerte nicht eingehalten wurden. Frau Merkel scheint mal wieder so davon zu kommen. Sie ist irgendwie außerhalb dieses Spiels. Ich bin aber der Meinung, Frau Merkel kann sich nicht einfach einen schlanken Fuß machen und sich so davon schleichen. Das Kanzleramt ist mit verwickelt in diese ganzen Auseinandersetzungen. Die Kanzlerin, der Verkehrsminister, die Ministerpräsidenten haben in ihren Amtseiden geschworen, Schaden von der Bevölkerung abzuwenden, und sie haben das Gegenteil getan. Und deutlich wurde es ja schon, dass der von Gläden, der 2013 ohne Probleme in den Daimler-Konzern gewechselt ist, maßgeblich Einfluss genommen hat auf die EU-Einhaltung der Grenzwerte, die sehr lasch gehandhabt wurden, und zwar insbesondere auf die Intervention von Frau Merkel hin. Und ich will schon mal noch mal vorlesen, was der Gläden geschrieben hat an das Kanzleramt. Was zunächst wie eine untergeordnete technische Entscheidung klingt, kann enorme Konsequenzen für die Automobilindustrie im Hinblick auf die zukünftige Nutzung von Dieselmotoren haben. Und wenn wir uns anschauen, was jetzt genau passiert ist, dann scheint mir dieser Einfluss doch deutlich zu groß zu sein. Dass der niedersächsische Ministerpräsident sich jetzt jetzt rauskam, dass er seine Regierungserklärung von 2015 mit dem VW-Konzern rückgekoppelt hat, da schlägt er schon dem Fass den Boden ins Gesicht. Aufsichtsratstätigkeit heißt ja, er muss die Geschäftsführung und den Konzern beaufsichtigen, und nicht der Konzern muss ihn in seiner Regierungstätigkeit beaufsichtigen. Ich glaube, da kommt irgendwas gewaltig durcheinander. Und ob die Rede jetzt maßgeblich beeinflusst wurde oder nicht beeinflusst wurde vom VW-Konzern, das ist da in irgendeiner Form Ansichtssache. Aber dass das überhaupt passiert, ist eine Bankrotterklärung für die Staatskanzlei. Dass sich eine Staatskanzlei nicht leisten kann, genügend Fachkräfte anzustellen, die die faktische und juristische Sachlage prüfen können und den Ministerpräsidenten prüfen können, ist für mich völlig unerklärlich. Das beweist ein Stück weit, dass die Nähe zwischen Automobilkonzernen und Regierungsmitgliedern viel zu groß ist. Im Übrigen, wenn jetzt die CDU und CSU um sich schlagen und weil kritisieren, dann kann man nur sagen, also hier sollten Sie nicht mit Steinen werfen, während Sie im Glashaus sitzen. Also Sie selber haben große Nähe zur Automobilindustrie bewiesen, insbesondere Dobrindt, der sich ja eher als Lobbyist der Automobilindustrie versteht, als unabhängiger Minister. Vor diesem Grund ist im Übrigen das kümmerliche Ergebnis des Dieselgipfels doch leichter erklärbar. Die Kumpanei der Regierungen von Bund und Länderregierungen, von CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP mit der Automobillobby ist unübersehbar und gefährdet im Übrigen durch halbseitige Heilungsversprechungen die Zukunft der ganzen Branche und Hunderttausender von Arbeitsplätzen. Zugleich wird damit im Übrigen die ehrliche Arbeit der Beschäftigten in den Dreck gezogen. Und ich habe ja schon gesagt, dass Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter und Belegschaften nicht länger stillhalten sollten und eigentlich ein Aufstand gegen die Manager längst überfällig wäre, die kurzfristige Profitinteressen dem langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze vorziehen. Und im Übrigen auch die Käufer und Käuferinnen nachhaltig schäden und sie keinesfalls verboten sichern. Wir haben
es hier mit einem flächendeckenden Staatsversagen zu tun, dessen Opfer und Opfer die Verbraucherinnen und Verbraucher sind, die Beschäftigten und die Umwelt. Es geht letzten Endes um die Frage, ist die Politik in der Lage, die Automobilindustrie zur verbindlichen Einhaltung der Abgaswerte zu zwingen oder ob sie mit einer Billiglösung davon kommen. Wie es aussieht, kommen sie mit einer Billiglösung davon. Da helfen auch die grünen Forderungen nach einer blauen Plakette und Sammelklagemöglichkeiten nicht wirklich weiter, weil sie das Problem nur auf die Zukunft verschieben. Viel mehr wäre geholfen, wenn sie ihren grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg dazu bewegen würden, auf eine Revision des Urteils in Stuttgart, des Verwaltungsgerichts in Stuttgart zu verzichten. Dieses Urteil hat ja die ganze Sache erstmal ins Rollen gebracht. Angesichts der Haltung der Konzerne und der ganzen halbseitigen Zusicherungen kann die Politik sich nicht mehr leisten, nur halbgare Sachen zu machen. Hier muss endlich klare Kante gegenüber der Automobilindustrie gezeigt werden. Zur Situation in Niedersachsen. Mit Spannung blicken wir nach Niedersachsen. Die ganze Sache hat ja schon die Anlage, zu einem Politkrimi zu werden, bei dem offensichtlich CDU, SPD und Grüne nicht besonders gut aussehen. Am Freitag läuft die Grünen-Abgeordnete Elget Westen zur CDU über und torpediert damit die eigene Landesregierung. Im Übrigen zeigt es auch ein bisschen, dass der Weg von Grün zu Schwarz nicht mehr besonders weit ist. Wenn man die ganze Zeit mit schwarz-grünen Koalitionen spekuliert, darf man sich nicht wundern, wenn das manche ernst nehmen und ihre persönlichen Schwierigkeiten durch einen Übertritt dann zu beseitigen versuchen. Dabei ist im Übrigen völlig gleichgültig, ob die CDU sehr offenherzige Angebote gemacht hat oder ob Frau Dresden selber auf die Idee gekommen ist. Ich persönlich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Wenn man die Fronten wechselt, weil man kein Mandat mehr von der eigenen Partei bekommt. Es muss sich jeder und jede bewusst sein, politische Ämter und Mandate sind Ämter auf Zeit. Und dazu gehört es auch, dass einen die Basis vielleicht nicht mehr nominiert. Das durch einen Übertritt zu einer anderen Partei korrigieren zu wollen, halte ich für Prinzipien und im Kern auch für charakterlos. Dass jetzt Ministerpräsident Weil schäumt, weil das ein weiterer Nackenschlag ist, ist insofern auch nicht ganz ehrlich, weil er ja jetzt durch die schon genannte Zusammenarbeit mit dem VW-Konzern ohnehin keine besonders glückliche Figur abgegeben hat. Glaubwürdigkeit von seiner Seite sieht auch etwas anders aus. Beide Vorgänge sind leider geeignet, das Vertrauen in die Demokratie weiter zu beschädigen. Und der einzige Ausweg, den wir jetzt haben, sind schnelle Neuwahlen. Der kürzeste Weg wäre im Übrigen eine Rücktrittserklärung von Ministerpräsident Weil. Seine Partei muss sich ohnehin überlegen, ob es sinnvoll ist, ihn weiter als Ministerpräsidentenkandidaten zu präsentieren, ob er dafür der Richtige ist. Wir fordern Neuwahlen so schnell wie möglich, wenn es rechtlich irgendwie geht, zusammen mit der Bundestagswahl. Zur Frage Aufrüstung von der Leyen. Dass in einem Land, das nicht einmal in der Lage ist, das bereits 1970 von den Vereinten Nationen ausgegebene Entwicklungshilfeziel 0,7% des Bruttosozialprodukts an die Entwicklungshilfe zu geben, einzuhalten, jetzt über Aufrüstung nachgedacht wird oder über Aufrüstung auf 2% beschlossen wird, ist für mich wirklich eine Bankrotterklärung und unglaublich. Bereits jetzt gibt die Bundesregierung 37 Milliarden für Rüstungskosten auf. Die Militäraufgaben auf 2% zu steigern bedeutet, sie auf 62 Milliarden zu erhöhen. Und zwar pro Jahr, das sind zusätzliche 25 Milliarden pro Jahr. Wenn das Bruttosozialprodukt steigt, im Übrigen noch mehr. Insgesamt bedeutet es bis 2025 mehr als
100 Milliarden Euro zusätzlich für Rüstung auszugeben. Im letzten Jahr standen gerade mal 33 Milliarden für Gesundheit und Bildungspolitik zur Verfügung. Ich glaube, dort wäre dieses Geld im Übrigen bedeutend besser aufgehoben. Das zeigt, welche falschen Prioritäten gesetzt werden. In vielen Ländern der Welt nimmt Not und Armut zu. Hunger im Übrigen auch. Das sind im Übrigen auch wesentliche Fluchtursachen. Und dann fällt dieser Bundesregierung nichts anderes ein, als die Rüstungsausgaben gewaltig zu erhöhen. Wir finden, das Vasallentum dieser Regierung gegenüber der USA muss endlich beendet werden. Die Welt wird nicht sicherer durch mehr Waffen. Das Gegenteil ist der Fall. In einer Welt, die aus den Fugen gerät, muss man abrüsten und sinnvolle Friedenspolitik machen. Und man muss eine gerechte Handelspolitik machen. Eine Handelspolitik, die immer mehr Länder in die Not zwingt, kann nicht die wirklichen Probleme dieser Welt lösen. Wenn wir Hunderttausende von Tonnen an EU-subventionierten Hähnchenschlägeln nach Afrika exportieren, muss uns bewusst sein, dass wir dort die Existenzgrundlage von Millionen von Kleinbauern kaputt machen. Eine solche Handelspolitik schafft geradezu Fluchtursachen der Zukunft. Deshalb muss die Entwicklungshilfe dringend aufgestockt werden, muss mehr Geld für Soziales ausgegeben werden und die Rüstungsausgaben müssen gesenkt und dürfen nicht erhöht werden.